Ja. Ich würde gerne eine Frage im Zusammenhang mit DNA digital stellen, denn wir haben eine ähnliche Erfahrung gemacht in puncto im unterschiedlichen Kontext leben. Ja. Wir bringen Digital Natives zusammen mit Top-Entscheidern. Ja. Und was wir festgestellt haben, ist, dass diese beiden Gruppen sowas wie Brückenköpfe oder Brückenbauer brauchen. Ja. Also Menschen, die sowohl in der einen Welt teilweise zu Hause sind, als auch in der anderen. Mhm. Könnte das vielleicht eine Lösung auch für das Problem sein, was Sie ansprechen? Dass es einfach darum geht, Brücken zwischen verschiedenen Kulturen, Netzwerken zu bauen? Das Problem ist dabei, wenn Sie das über Menschen lösen wollen, dann gehen Sie davon aus, dass es Menschentypen gibt, gibt es ja auch, das sind so Brokertypen. Die sind, wenn Sie so wollen, nicht in einer Welt zu Hause, sondern die rennen zwischen den Welten her. Das kann man sicher vorhersagen. In den nächsten Jahren, wenn wir Netzwerke bilden, sind sozusagen die Superdilettanten eine hilfreiche Größe. Die Was eben nicht, meinen Sie damit? Das sind nicht Leute, die in einem Gebiet sehr in die Tiefe gehen, die sich sozusagen in einem semantischen Raum sozialisieren, sondern die ihre Sozialisierung eigentlich in der Nicht-Tiefe finden, die über die Dinge hinweggehen. Das sind hilfreiche Promotoren und Brückenbauer. Das ist gut, weil sie Netzwerkknoten bilden. Das Problem dabei ist, dass sie diese Menschen sehr schnell überlasten werden. Sie werden immer auf die Leute zugehen wollen, wenn sie das tun. Wir haben das in der Wissenschaft gehabt beim Thema interdisziplinäre Zusammenarbeit. Das war ein super Thema. Die haben alle Riesenprojekte gemacht. Hieß immer, wir müssen unbedingt interdisziplinäre Projekte machen. Und wenn Sie genau hingucken, waren die nicht mal in der Lage, sprachfähig zu sein. Das heißt, die haben noch nicht mal ein gemeinsames Wording gefunden. Und dann war man glücklich, dass jemand wie Hermann Haken hingeht und eine Systemtheorie entwickelt, die Synergetik, die die Sprachfähigkeit zwischen den Systemen ermöglicht, weil man eine mathematische Sprache gewählt hat, die für ganz verschiedene Systeme Gültigkeit hat. Und da war plötzlich Sprachfähigkeit da. Und wenn der in Elmau seine Tagungen machte, war das eines der größten Ereignisse, die ich persönlich kennengelernt habe, weil dann plötzlich jemand, der Wirtschaftswissenschaftler war, neben einem Neurophysiologen, neben einem Philosophen saß und die waren noch in der Lage, miteinander zu reden, ohne in den Konzepten aneinander vorbeizulaufen. Nur am Ende hing das an der einzelnen Person. Das heißt, wir hingen einfach an der Person Hermann Haken und an der von ihm geschaffenen Erfindung da, aber auch sehr stark an der Person. Und wenn wir das skalieren wieder, haben wir wieder das gleiche Problem. Wer soll das bitte leisten? Und jetzt einfach dann so mal still zu murmeln, naja, die Digital Natives, super. Also man sucht sich dann noch die Jungen aus, die es nicht genau als Verantwortung einschätzen können und gibt ihnen das alles, so wie man ihnen jetzt in der Bundesrepublik gerade das ganze Geld auf die Nase drückt und sagt, wir müssen gerade 50 Milliarden mal verschenken und jetzt müsst ihr da sozusagen die zukommen. Ist doch ein super Prinzip, ne? Das heißt, ich komme nicht mehr klar in meinen Hierarchien, wähle mir einen aus, der es noch nicht besser weiß und sagt, und übrigens, du hast die Verantwortung. Ja, super. Sind wir doch ganz klasse beieinander. Also ich suche mir die Jüngsten, die noch am meisten rausfinden müssen, was sie sind, die noch dazu mit so einem gewissen Stolz durch die Gegend laufen, weil sie gerade merken, dass das Bedienen der Werkzeuge, die sie haben, von den anderen nicht verstanden werden. Und ist das cool, wenn ich weiß, mein Daddy steht mit mir vor dem Videorekorder und kann den nicht bedienen und ich kann. Das ist schon für Kleinkinder ein Riesentriumph. Und denen bietet man jetzt genau das an. Wissen die wirklich, welche Verantwortung sie da übernehmen? Haben Wissen die das ganz genau? Es raubt mir die Sprache, oder was? Ja, heißt das denn, dass Sie an das Projekt DNA Digital, das ja genau dieses oder ein nah dranes Ziel hat, den Austausch zwischen Austausch zwischen Menschen zu initiieren, zu promoten und zu machen, können Sie mir glauben, ist per se ein extrem wertvolles Geschehen. Nur Verantwortungsverlagerung auf Gruppen halte ich immer für ein Riesenproblem. Wir haben nicht die Frage danach, wer löst uns das Problem als Einzelner. Also ich warte nicht auf Obama. Ich warte aber auch nicht auf die Digital Natives, weil das Problem ist ein kollektives. Wir haben das alle. Und es gibt nicht eine Lösungsgruppe dafür. Das Einzige, was wir haben, ist offenkundig die Chance auf interessante Technologie. Aber wie man die einsetzt und wie man damit ein intelligentes System macht, das ist die große Aufgabe unserer Gesamtkultur und nicht die Aufgabe einer Teilgruppe, die mit dem Schicksal der späten Geburt gearbeitet hat.